Trennung ist bei uns ein großes Problem. Also Familien, die sozusagen Unterstützung brauchen bei der Koordinierung von Umgangsfragen oder überhaupt, wo Eltern wieder eine gemeinsame Elternkommunikation herangeführt werden sollen, die aufgrund der strittigen Situation nicht mehr stattgefunden hat. Die Strittigkeit so arg zunimmt, dass die Kinder sehr belastet sind, ne? Und sie können nicht mehr schlafen, ne? Sie sind nicht mehr so leistungsfähig in der Schule, sind unruhig, verletzen sich selbst und reißen aus und werden gewalttätig, nehmen Drogen, greifen zum Alkohol. Wir sind dann sozusagen die erste Anlaufstelle, ne, bevor sozusagen weitere Fachexperten, Psychotherapeuten oder so mit hinzugezogen werden. Wir können versuchen, die Gespräche zwischen den Eltern zu moderieren, beziehungsweise dass Vater und Mutter wieder ins gemeinsame Gespräch einsteigen, um dann einen Plan zu entwickeln, ne, wie dem Kind oder den Kindern dann geholfen werden kann. Die Kinder bekommen einen extra Kinderberater zur Seite gestellt, können auch an Gruppenarbeiten teilnehmen, um ihr Trennungsthema da mit anderen Kindern, die auch gleiche Erfahrungen gemacht haben, zu teilen, ne, und auch noch mal besser einzuordnen. Wenn wir erfolgreich sind, dann erlebt das Kind eine Entlastung. Dann führt es dazu, dass die Eltern wieder miteinander sprechen, konstruktiv Fragen klären können miteinander, die aufkommen im Lebensalltag des Kindes.